darf ich euch zu unserem zweiten Internetgottesdienst in unsere Duvenstädter Kantatekirche bitten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Am heutigen Sonntag, dem fünften Sonntag in der Passionszeit, wollte das Orchester Duvenstedt eigentlich sein Probenwochenende in der Freiluftschule in Neugraben verbringen und für das Frühjahrskonzert üben. Für Sie in Duvenstedt hätte es einen Regionalgottesdienst in der Ohlstedter Kirche gegeben. Tja nun. Nun bin ich doch hier. Aber weil unsere Kirche so weitläufig ist, glücklicherweise nicht ganz allein. Ich bedanke mich bei den Mitgliedern des Orchesters, die sich getraut haben, für die Netzgemeinde Musik zu machen. Wir gehen auf die Karwoche zu, die Woche von Jesu Leiden und Tod, und erbitten Gottes Begleitung in allem, was uns beunruhigt. Lasst uns beten. Gott, steh uns bei in dieser Zeit. Herr, erbarme dich. Jesus Christus, sei du uns nahe in unseren Sorgen. Christus, erbarme dich. Gott, komm zu uns mit deiner Liebe. Herr, erbarm dich über uns. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, gingen zu Jesus und sprachen: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, auch die engsten Freunde von Jesus verstehen nicht immer so richtig, worauf es ankommt. Jakobus und Johannes erbitten von Jesus eine Sonderbehandlung im Himmel. Kein Wunder, dass die anderen Jünger unwillig reagieren. Jeder, der für sich Sonderrechte einklagt und dann sogar Sonderrechte über den Tod hinaus, wirkt unsympathisch und so, als ob er nicht wirklich begriffen hat, was wichtig ist. Wenn andere Leute egoistisch sind, dann nervt es uns. Aber unseren eigenen Egoismus halten wir für sowas von berechtigt. Tatsächlich? Johannes und Jakobus, die haben auf den Ehrenplätzen im Himmel nichts zu suchen. Und ich? Schön wär's schon. Vielleicht traue ich mich nur nicht, solch freche Forderungen zu stellen. Aber wollen tät ich schon gerne. Wie denken wir über die, die als Kriegsgewinnler aus solcher Krise, wie wir sie zurzeit erleben, hervorgehen? Die sich an den Kursverlusten bereichern? Die das Geld haben, sich von irgendwelchen staatlichen Maßnahmen nicht betreffen zu lassen? Die mit ihrem Privatjet hinfliegen können, wo sie wollen? Die sich an keine Auflagen halten müssen, weil sie Parks und Flugzeuge und Schlösser und was weiß ich nicht noch alles haben? Ach, Herr Pastor, wollen Sie jetzt etwa Sozialneid schüren? Nein, ihr Lieben, das will ich nicht. Ich versuche, auf niemanden neidisch zu sein, der sich mehr leisten kann als ich. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. So heißt schließlich das 10. Gebot nach biblischer Zählung. Und die, denen das Geld, ihr persönlicher Reichtum und ihr persönliches Wohlergehen wichtiger ist als menschliche Gemeinschaft? Tja, die sind doch eigentlich nicht zu beneiden. Es gibt ja auch viele Wohlhabende, die mit ihrem Vermögen Handel und Wandel am Laufen halten und die mit ihrem Geld viel Gutes tun. Und die wiederum sind für die Gesellschaft sehr wichtig. Die raffgierigen Egoisten jedoch können uns nur leid tun. Wer Sonderbehandlungen einfordert, macht sich keine Freunde. Natürlich kann im Himmel nicht jeder an Jesu Seite sitzen. Und darum zu bitten, das ist ein bisschen so, als wollten wir selber Gott sein. Aber Jesus schimpft nicht mit den beiden. Jesus kommt ihnen nicht moralisch. Wie könnt ihr nur, denkt ihr nicht an die anderen, das könnt ihr doch nicht bringen. Nein, so reagiert Jesus nicht. Er sagt sogar, ich kann diese Plätze gar nicht vergeben. Nicht einmal ich, Jesus. Und ich, also ich, Peter, ich frage mich, ob es diese Plätze, diese Ehrenplätze rechts und links von Jesus überhaupt gibt. Denn im Folgenden macht Jesus ja mehr als deutlich, wer Ehrenplätze will, kriegt sie nicht. Wer sie nicht will, braucht sie nicht. Und manchmal ist es für die Menschheit wichtig, dass wir bewusst das, was uns angeblich zusteht, nicht in Anspruch nehmen. Wie gut, dass Jesus seinen Weg in den Himmel über den Umweg des Kreuzes gegangen ist. Jesus selbst hat auf den Ehrenplatz verzichtet, zumindest hier. Und im Himmel sitzt er dann auf seinem Thron? Ich weiß nicht so recht. Gott ist mit Jesus vom Thron heruntergekommen, zu uns. Lassen wir es doch zu, dass er sämtliche Ehrenplätze in dieser Welt und im Himmel abschafft, damit Gemeinschaft, Respekt in Freiheit und die Liebe wachsen können. Amen.
Lasst uns beten. Herr, wir bringen dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. Bitte tröste jene, die jetzt trauern. Schenke den Ärztinnen und Forschern Weisheit und Energie, den Politikern und Mitarbeiterinnen der Gesundheitsämter Besonnenheit. Wir beten für alle, die in Panik sind, alle, die von Ängsten überwältigt sind, um Frieden inmitten des Sturms, und wir bitten um klare Sicht. Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. Guter Gott, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen, die sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. Berühre du Herzen mit deiner Sanftheit. Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass die Normalität unseres Lebens wieder einkehren kann. Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist, dass wir sterben werden und nicht alles kontrollieren können, dass du allein ewig bist. Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. Wir vertrauen dir. Danke. Und bitten weiter im Stillen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Ich verabschiede Sie für heute aus unserem kleinen Internetgottesdienst. Wenn Sie uns bei YouTube folgen wollen, dort finden Sie uns unter dem Hashtag Kantatekirche, ebenso bei Instagram, ebenfalls unter dem gleichen Hashtag. Und bei Facebook finden Sie uns unter Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Duvenstedt. Da wir zurzeit natürlich keine Kollekten einsammeln können und wir auch wissen, dass viele wirklich Schwierigkeiten haben, wollen wir darum nicht wirklich bitten. Nur diejenigen, die es sich leisten können, falls sie vielleicht eine kleine Münze oder einen kleinen Umschlag bei uns in den Briefkasten legen wollen, wir werden es weiterleiten. Wir wollen auf jeden Fall helfen, wo wir helfen können, wo Not am größten ist. Ich danke Ihnen.